Wunderschönen guten Tag, spreche ich gerade mit Herrn Alfred. Mit wem? Mit Herrn Alfred. Ja, und der Nachname? Lümmel Duchen. Genau. Hallo? Ja. Schönen guten Tag, Herr Salo. Was für ein Ding? Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute habe ich euch wieder zwei ganz besonders tolle Callcenter mitgebracht, ja, die wieder der Meinung sind, unfassbar seriös zu sein. Ich wünsche euch viel Spaß bei diesen zwei Telefonaten. Hallo, einen schönen guten Tag. Spreche ich gerade mit Herrn Alfred. Mit wem? Mit Herrn Alfred. Ja, und der Nachname? Lümmel Duchen. Genau. Schön, Sie zu erreichen. Mein Name ist Arinda. Ja. Und ich melde mich von der Firma Tredero. Tredero? Ja, Online-Trading. Ja. Wir sind hier an Meldung, die Sie bei uns gemacht haben. Und Sie haben Interesse gezeigt an Bitcoin. Ja. Ist das richtig? Wollen Sie auch einen Kaubonbon haben? Wir haben für Halloween gerade ganz viel gekauft. Damit die uns nicht irgendwas an den Briefkasten schmieren. Wie bitte? Ob Sie auch einen Kaugummi wollen. Aber haben Sie Interesse? Weil ich bin hier persönlicher Account Manager. Ja, wir könnten noch ein bisschen Geld gebrauchen, weil wir mussten extra die billigen Kauflandbonbons kaufen. Ja, also dem Anschein nach kapiert die überhaupt gar nicht, was ich von ihr will. Also es geht ja hier schon wieder unfassbar gut los. Naja, warten wir mal, was noch so kommt. Nee, eigentlich gab's keine Ahnung, aber egal. Ich höre Sie nicht. Ja, ich habe auch einen Bonbon im Mund. Ich sage, ich habe einen Kaubonbon im Mund. Bonbon? Was ist das? Ja, so zum Lutschen oder so. Nur erzähl mal. Herr Alfred. Ja? Herr Alfred, haben Sie Interesse am Online-Trading? Na klar. Müssen Sie investieren? Ja. Okay. Unsere Firma heißt Tredero.com. Ja. Haben Sie eine Laptop jetzt? Benutzen Sie eine Laptop? Ja, eine Laptop habe ich nicht, aber einen Computer habe ich immer dabei. Okay, perfekt, prima. Öffnen Sie einmal. Ich soll meinen Computer öffnen? Ja, haben Sie Internet? Ja, Moment, ich mach kurz meinen Computer genau. Aus. Ich guck mal rein. Und öffnen Sie eine Google-Seite. Wie, okay. Ich soll in meinem Computer die Google-Seite öffnen. Ja. Warten Sie, ich guck mal nach. Warten Sie. Warten Sie. Ja, keine Problem. Also ich habe jetzt reingeguckt, da ist... Nee, da ist keine Google-Seite drin in dem Rechner. Nein, Sie müssen öffnen. Ja, ich habe gerade geöffnet. Ah, okay, genau. Und schreiben Sie Tredero.com. Wie soll ich jetzt hier einfach reinschreiben? Ja. Nee, denn das ist doch hier sensible Technik, da schreibt man doch nicht drauf. Nein. Einmal. Deine E-Mail ist g2rolf.stein2e. R. Nein, das ist nicht. Einen Moment. Kann ich den Computer wieder zumachen? Nein. Nicht? Doch, ich mach den jetzt wieder zu. Tja, das ist das Problem, wenn man halt kein richtiges Deutsch kann. Dann macht der Deutsche halt genau das, was die Tante da eben auch von einem möchte. Den Computer öffnen. Und das haben wir hier in dem Fall auch getan. Aber irgendwie scheinen sie ja nicht zu begreifen, was er selbst da so gesagt hat. Tja, ich weiß nicht, was die immer von einem wollen. Aber letztendlich, biegen die ja selbst jedes Mal in eine Sackgasse ab, wenn sie so eine Wörter benutzen. Ich meine... Es gibt ja viele, die es einfach wörtlich nehmen und vielleicht auch gar nicht wissen, was die überhaupt von einem will und dann eben genau so reagieren. Aber anders haben sie es ja auch nicht verdient, ne? Dass man genau das tut, was sie auch sagen, bis auf den Punkt mit dem Geld einzahlen. Das behaltet das schön für euch. Herr Alfred. Ja?
Haben Sie Interesse investieren in Online-Trading? Ja. Haben Sie... Okay. Aber ich will nicht meinen Computer aufmachen. Okay, keine Problem. Machen Sie deine Handy Lautsprecher? Ja, das habe ich sowieso, weil sonst funktioniert das mit dem Aufnahmen nicht so. Ist immer besser, wenn es auf Lautsprecher ist. Und mittlerweile ist Android da auch schon, dass die alles sperren. Ja? Aber Sie verarschen mich. Nee. Wieso? Ja, ja. Womit denn? Ja. Ja, womit denn? Mit Sie haben kein Interesse. Doch, richtig? Natürlich. Nein, das ist nicht richtig. Warum nicht? Ich habe da schon ein Interesse dran. Weil natürlich habe ich da Interesse, schon alleine wegen dem Kanal. Sie haben mir gesagt, haben einen Computer, haben Internet und ja. Müssen uns, wenn Sie wollen, müssen nur öffnen und das in eine Google-Seite und schreiben tradero.com. Ja, aber wenn Sie sagen, ich soll den Computer öffnen, dann muss ich ja das Gehäuse öffnen und das macht man ja nicht. Damit der Garantie immer schalte. Wenn Sie sagen, ich soll im Internet was öffnen, dann müssen Sie sagen, starten Sie den Computer, fahren Sie den Rechner hoch, dann loggen Sie sich bei Windows an und dann dann ein Internetfenster öffnen. Das wäre doch verständlich. Ja, ja, genau. Ja. Aber wenn Sie sagen, ich soll den Computer öffnen, das ergibt doch keinen Sinn. In Google? Ja. Müssen Sie nur Google? Ja, dauert aber noch einen kleinen Moment. Da läuft gerade von Avast noch so ein Virenschutz drüber. Hier so eine Startzeitprüfung. Das muss ich ab und zu mal machen, wenn ich hier mit so viel... Keine Problem. ...das zu tun habe. Ja. Aber ich kann ja so lange die Wäsche schon mal anfangen. Ja, also bei 99% ist es schon. Müsste gleich fertig sein. Wie bitte? Und was macht ihr da so den ganzen Tag? Was machen wir den ganzen Tag? Ja. Kunden anzurufen und Trading zu erklären. Okay. Und wie geht und das? Wie geht es mit dem Trading? Dann erklär mal. Ich erkläre Ihnen. So, ja. Es ist eine Investition mit 250 Euro. Ja. Und dann von dieser Investition, Sie haben die Möglichkeit, jeden Tag Geld zu verdienen. Ja. Wie viel natürlich, es hängt ab, alles in die Bewegungen, wie das heute ist. Mhm. Okay? Ja. Und dann, Sie sehen, wie das geht, wie das funktioniert. Mhm. Sie testen Sie uns. Wenn das in Ordnung ist, können Sie weitermachen. Wenn nicht, Sie können jederzeit Ihre Kapitalauszahlung lassen. Ja. Und natürlich, wenn Sie einen Computer vor sich haben, kann ich Ihnen unsere Seite erklären. Ja. Haben Sie einen Computer? Ja, ich habe einen Computer. Aber der fährt ja gerade hoch, habe ich ja gesagt. Dauert noch einen kleinen Moment. Wie bitte? Ich sage, der fährt gerade hoch. Okay, nehmen Sie. Mhm. Wollte die uns nicht gerade irgendwas von Trading erklären? Irgendwie hat sie wohl mitten im Text vergessen, was sie sagen wollte. Oder wo war jetzt die Erklärung? Ich meine, im Grunde genommen hat sie ja gar nichts erzählt, bis auf, dass man da Geld einzahlen soll. Aber sie meinte doch felsenfest, sie wird mir das Trading erklären. Irgendwie ist die Erklärung ausgeblieben. Ist da so laut bei euch? Moment, ich muss mal meine Hose richtig festmachen, meine Jogginghose rutscht. Also auf jeden Fall hört sich der Hintergrund absolut nicht seriös an. Da wird ja gegrölt und dem Anschein nach irgendwie gejubelt. Sieht so aus, als würden die sich gegenseitig da anfeuern. Also so hört sich's hier zumindest an. Naja, und die wollen jetzt ernsthaft von mir Geld bekommen, damit sie damit arbeiten können? Na, ich glaube ja wohl eher weniger. Nee, das ist meine Boxershorts, die rutscht. Nicht meine Jogginghose. Meine Boxershorts ausgeleiert. Wie bitte? Ich sag, meine Unterbuchse ist ausgeleiert, die rutscht. Ich
Brauch eine neue. Achso. So, ich guck mal kurz am Computer. Ja, langsam. Ich brauche immer noch ein bisschen. Es ruft schon wieder jemand an auf der Leitung. Dann kann ich ja die Wäsche noch machen. Aber passen Sie auf, damit wir dieses Gespräch nicht so viel dauert. Haben Sie wirklich Interest Trading zu machen, oder wie? Ja, na klar. Wie bitte? Ja. Okay. Nehmen Sie den Computer. Ja, der fährt ja gerade hoch. Eine Sekunde, weil es ist zu laut, auch bei mir, auch bei Ihnen. Kann ich nochmal auflegen und ich rufe Ihnen wieder in einer Sekunde? Nee, das ist ja Quatsch, in einer Sekunde. Wie bitte? Ich sage in einer Sekunde, das ist ja Quatsch. Das ist Quatsch. Na, wegen der Sekunde. Okay, ich lege nicht auf. Okay. So, wir sind auch gleich fertig. Also ich lasse mal jetzt rein. Und aber ich habe eine Frage. Ja? Wo sind Sie? Im Badezimmer. Okay, Sie gehen im Badezimmer oder nehmen Sie den Computer jetzt? Oder der Computer ist im Badezimmer eigentlich? Nee, der Computer fährt gerade hoch. Der ist im Büro, aber ich bin im Badezimmer, um die Zeit sinnvoll zu nutzen. Tja, und dann auch noch drängeln. Ich meine, wenn ich den PC anmachen soll, der läuft nun mal gerade noch, na, dann ist das halt so. Ne? Ich meine, ich habe ihr auch gerade erklärt, dass das hier auch noch ein bisschen dauern wird. Ja, aber irgendwie begreift die das nicht. Immer wieder spannend, dass die Betrüger davon ausgehen, dass man sofort einsatzbereit ist an seinem Computer. Naja, aber dann brauchen sie sich auch nicht wundern, dass der Kunde da ja eben nicht mehr mitmacht, wenn die dann irgendwann unfreundlich und drängelig werden. Der Vorteil ist halt bei den meisten Betrüger-Callcentern, die verraten sich ja eigentlich selbst. Alleine schon durch dieses Kakerlakendeutsch, lesen wirklich nur ab, können eigentlich überhaupt nicht die Sprache, in der sie hier anrufen. Ja, und wenn man auf irgendwas fragt, dann können sie darauf auch überhaupt nicht eingehen. Also das ist tatsächlich schon einer der größten Punkte. Dann hat man oft noch Musik im Hintergrund, hier in dem Fall mal ausnahmsweise nicht so. Naja, aber das ist dann eben auch, wo sie sich selbst verraten. Und ja, genauso eben auch mit dem Krach und der Lautstärke da im Hintergrund, das ist auf jeden Fall alles andere als angenehm und da braucht man sich dann auch nicht wundern, wenn keiner ja sein Geld investiert. Naja, und dann die Intelligenz dieser tollen Intelligenzbestien hier am Telefon, da braucht man sich dann auch nicht wundern. Vom Prinzip her sind das alles eher positive Sachen als negativ, auch wenn wir es hier jedes Mal bemängeln. Aber genau das sind eben auch die Punkte, worauf man so alles achten kann, ob es ein Betrüger-Callcenter ist, was euch da anruft oder ob das eine seriöse Firma sein könnte. Denn eine seriöse Firma erfüllt diese Negativkriterien ja eher selten. Vielleicht höchstens mal, dass es da sehr laut ist, wenn sie billige Mikrofone bekommen haben. Naja, aber Musik oder eben, naja, so unfassbar schlechtes Deutsch ist es dann eher weniger. Gibt es zwar teilweise auch, aber alles in Summe zusammen, tja, da kann wohl nur ein Betrugs-Callcenter dahinter stecken. Und so verraten die sich auf jeden Fall selbst und machen sich das Leben eigentlich im Grunde genommen jedes Mal selbst schwer. Naja, auf jeden Fall gut für potenzielle Opfer, die auf sowas reingefallen wären, wenn das Ganze drumherum nicht wäre. Es gibt zwar leider immer noch Opfer, die darauf reinfallen, naja, aber mehr machen kann man jetzt eigentlich auch nicht, als versuchen, die Menschheit irgendwie zu informieren. Haben Sie? Moment. Guck mal, Herr Gerold, weil ich habe nicht so viel Zeit. Haben Sie den Computer jetzt oder nicht? Ja, der fährt gerade hoch. Okay. Haben wir ja gesagt, da ist gerade so eine Avast-Startzeitprüfung. So, jetzt ist die Waschmaschine. Aber passen Sie auf, weil es ist etwas bei mir passiert, was ich schon gesehen habe. Ja. Haben Sie vielleicht 2 Telefonnummer, oder? Weil mit dieser E-Mail-Adresse haben wir auch gestern mit jemandem gesprochen. Ne, ich habe jetzt aktuell habe ich 11 Telefonnummern. Was haben Sie jetzt aktuell? Aktuell nutze ich 11 Telefonnummern. Mehr ist 11 nicht, Telefonnummer? Ja, mehr ist nicht mit den verschiedenen Charakteren handhabbar. Dann kommt man da durcheinander. Und mein Telefon, das zeigt doch maximal nur 25 Rufnummern an, aber ich habe ja noch 3 privat. Sie? Bitte? Wie heißen Sie? Ja, Herr Lümmeltütchen. Okay, warten Sie ganz kurz. Ja.
Noch. Da hat sie dann wohl einfach aufgelegt. War sie wohl wieder mit überfordert. Keine Ahnung, auf jeden Fall erscheint sie hier den Braten gerochen zu haben und ein anderes Konto von mir gefunden haben. Naja, so ist es halt eben mit den Betrüger-Callcentern. Man kann immer nur hoffen, dass die möglichst viel Zeit mit einem verplempern und in der Zeit eben keinen anderen verarschen können. Ich meine, wie gesagt, dieses Callcenter ist hier wieder besonders auffällig, dass man eigentlich den Braten schon riecht, bevor er überhaupt angefangen hat zu kochen. Ja, aber hier ist auf jeden Fall eins ganz, ganz, ganz klar. Hier sollte man kein Geld einzahlen. Genauso wie bei unserem nächsten Gespräch, das ihr jetzt hört. Hallo? Ja? Schönen guten Tag, Herr Bersallo. Was für ein Ding? Ayla Peri ist am Apparat. Ich rufe Sie von Ihrer Handelskonto von Online-Investitionen. Ja, und wie geht es Ihnen heute? Und wie wollen Sie sprechen? Mit Simon Tonisalum. Ach so, ja. So, es geht über Online-Investitionen. Aha. Sie haben Interesse gezeigt und Sie haben eine Anmeldung gemacht über unsere Plattform. Aha. Wann denn? Und es geht um Geld zu verdienen. So haben Sie eine Erfahrung mit Online-Investitionen, oder? Ja, und wann habe ich mich angemeldet? Nochmal? Wann ich mich angemeldet habe. Sie haben vor einem Monat bei unserer Plattform das Konto eröffnet. Sie haben diese Anmeldung gemacht. Ach so. Und wie heißt die Seite? Ace Investing. Wir sind die Hauptplattform. Und mit dieser Plattform, wir müssen nur die Verifizierung machen lassen. Was? Was ist denn eine Hauptplattform? Wir haben so viele Filialen in ganz Europa. Vielleicht sind Sie bald mit unserer Filiale. Ja? Keine Ahnung. Haben Sie eine Erfahrung? Ja, ja. Mit welchem Plattform, bitte? Ja, das ist doch erstmal egal, über welche Plattform oder nicht. Vielleicht sind wir mit unserer Filiale, weil ich habe hier die Kunde mit unserer Plattform, mit unserer Filiale. Aha, ja. So, Herr. Haben Sie jetzt momentan Internet? Was habe ich? Internet, bitte. Der Internet besitze ich, ja. Okay, haben Sie Ihre Computer dabei oder nur Ihre Handy? Wenn Sie mir erklären, wie man einen Computer dabei haben kann, ist doch ziemlich schwer. Okay, ich kann Ihnen alles erklären. Wir müssen heute eine Verifizierung machen. Müssen wir machen? Es geht über eine Auszahlung, Herr. Sie haben mit einer Form eine Konto aktive gemacht und wir müssen heute eine Verifizierung machen erstmal und dann Sie werden sprechen mit Ihrer personalischen Broker. Eine Auszahlung, ja? Ja, aber heute wir müssen nur die Verifizierung machen und dann Sie werden sprechen mit unserer Broker eine Auszahlung zu machen. Aha, und weiterzumachen mit Ihrer Auszahlung. Was? Wie hoch ist denn die Auszahlung? Ich habe nicht gehört, bitte. Ja, welche Höhe die Auszahlung hat? Mit das werde ich sprechen mit unserem Broker. Aber erstmal, wir müssen eine Verifizierung machen, Herr. Nö, erstmal möchte ich wissen, wie hoch die Auszahlung ist. Und dann überlege ich mir, ob ich das mit der Verifizierung will. Ja, genau. Also erstmal muss man seine Daten dann da komplett angeben und den Identitätendiebstahl über sich ergehen lassen. Ja, und dann kann man vielleicht darüber reden, wie viel Geld man da liegen hat. Vorher bekommt man nur die Information, dass man da eine Auszahlung bekommt. Ja, ist ja unfassbar seriös. Vor allem würde mich mal interessieren, von welchem Geld die Auszahlung überhaupt zustande gekommen sein soll. Denn eingezahlt wurde hier in gar keinem Fall irgendwo was. Naja, aber die Betrüger werden halt auch immer raffinierter. Herr, ja. Sie haben schon ein Konto eröffnet. Sie haben schon ein Konto aktiviert, ja? Ja. Und heute, wir müssen nur eine Verifizierung machen. Sie sind bald mit unserer Filiale, mit der Ace Investing, mit dem Hauptplattform. Und dann, ich habe nur 10 Kunden mit dieser Möglichkeit, eine Verifizierung machen und Sie können arbeiten mit VIP-Broker. Verstehen Sie mich? Ja. Und dann später, Sie müssen eine Auszahlung machen, aber heute, wir müssen nur die Verifizierung machen, ja? Ja, die Verifizierung ist ja für die Auszahlung, ja? Genau. Ja, und wie hoch ist denn die Auszahlung? Nochmal?
Bitte? Wie hoch ist denn die Auszahlung? Also welche Höhe? Wie viel Geld ist denn auf dem Konto? Sie wird sprechen mit unserer Broker. Verstehen Sie das? Warum haben denn die Kollegen im Hintergrund gerade geklatscht? Weil ich habe keine, weil ich habe keine Informationen für Sie. Ja. Ich bin hier nur zu informieren, weil Sie müssen heute eine Verifizierung machen. Ja. Ja? Warum haben denn die Leute da im Hintergrund geklatscht? Ist ein Geburtstag hier. Ach so, ein Geburtstag. Aha. Genau, und weil Geburtstag ist, wird einfach mal mitten so am Tag einfach so geklatscht. Ne? Also es ist ja logisch. Also jedes Mal, wenn ihr Geburtstag habt, dann kommt alle Leute aus der Umgebung und geben euch Beifall. Ja, ganz logisch. Also das ist unfassbar seriös, so ein Quatsch. Das Klatschen bedeutet im Hintergrund eigentlich nichts anderes, als dass gerade jemanden erfolgreich beschissen haben und ja, um sein Geld beraubt haben. Vor allem ist es hier sehr interessant, hier wird ja auch gerade gar nicht davon gesprochen, dass ich Geld einzahlen soll, sondern ich soll mich legitimieren. Naja, legitimieren werde ich sicherlich mit meinen persönlichen Daten, die sie mir dann da klauen möchten. Ja, und am Ende möchte man dann sicherlich dann doch noch irgendwie eine Einzahlung, damit man dann sein Geld oder sein Konto erstmal aktiviert. Ne? Also was ja auch kompletter Blödsinn ist. Man muss Geld aufladen, um an sein Geld zu kommen. Absoluter Blödsinn. Sollten irgendwo Gebühren bei irgendeinem Konto sein, warum auch immer, dann nimmt man das direkt von diesem Konto auch gleich weg. Ich meine, ist ja bei einer Sparkasse oder bei Banken allgemein ja das Gleiche. Wenn ihr dort Geld liegen habt und eure Kontoführungsgebühr oder was auch immer, eine neue Karte wurde bestellt, keine Ahnung, das Geld wird direkt von eurem Konto abgezogen. Also da muss man ja nicht erst Geld überweisen, um es dann zu bekommen von seinem Konto. Ist ja komplett Blödsinn, weil das Geld liegt ja schon drauf. Und das will man mir hier ja auch sagen, dass das Geld schon drauf liegt. Also was soll denn der Quatsch? Ja. Ich dachte, weil Sie hatten gerade irgendwie vielleicht wieder jemanden um 250 Euro beschissen, deswegen dachte ich jetzt. Nochmal bitte? Ich dachte, dass Sie jetzt jemanden gerade um 250 Euro beschissen haben und dass Sie deswegen geklatscht haben. Haben Sie 250 Euro aktiviert oder wie? Ja, ich habe da 10.000 drauf gemacht. Ach so, wirklich? Okay, warten Sie kurz bitte. Weil ich möchte Sie jetzt informieren über Sie. Mhm. Okay, ich verbinde mit unserem Experten, okay? Ja. Er wird Ihnen alles erklären über Ihre Handelskonto, okay? Ja. Hallo, grüße Sie, Bruno Potenda, aber vom Finanzabteilung. Wie geht es Ihnen erstmal? Alles gut? Es freut mich. So, Sie haben auch mit meinen Kollegen gesprochen, es geht um Ihre Kapital, weil Sie eingelegt haben, hier bei der Musere-Filiale. Und das heißt, dass Sie werden jetzt eine Verifizierung erstmal machen, damit Sie auch später das Geld auszahlen können. Ja, wie viel Geld kann ich denn auszahlen? Ihre Kapital momentan steht auf 2000 Euro hier, ohne Profite. Das kann ja nicht sein. Mit dem Profit habe ich gesagt. Das letzte Mal waren es schon über 60.000 Euro Profit. 60.000, ich weiß das. Aber die Kapital, ohne Profite habe ich gesagt. Ja, rede ich auch davon. Und wenn Sie möchten, diese erste Kapital zu bekommen, dann öffnen Sie bitte Ihre Handy oder den Computer, damit wir weitermachen können. Ja, aber wieso ist es auf einmal so wenig? Das war doch mehr. Erstmal bekommen Sie das her, damit wir das vorbereitet haben, die 2000. Und dann machen wir auch mit dem anderen Summe, aber erstmal mit den 2000. Also dieses Kasper-Theater soll man hier ernsthaft am Telefon irgendwie glauben. Also das ist absoluter Wahnsinn. Vor allem, man redet selber lauter Blödsinn und Bullshit. Ja, und die machen einfach in ihrem Programm weiter, weil die das überhaupt gar nicht richtig verstehen, was man da sagt. Also es ist schon wirklich, da geht einem der Puls hoch, wenn man sowas hört, wie sie die Leute eigentlich bescheißen. Ich meine, jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, jetzt hat man hier jemanden, der wirklich mal irgendwo Geld eingezahlt hat und der denkt jetzt kriegt er vielleicht endlich doch mal was raus und wurde vielleicht schon betrogen. Der lässt sich jetzt hier natürlich nochmal verarschen, ist doch ganz logisch. Wer einmal da auf sowas reinfällt und dann hier genau das Gegenteil davon gezeigt wird, dass man jetzt sein Geld auszahlen kann, ja, der lässt sich hier natürlich nochmal verarschen, ist doch logisch. Ich meine, sicherlich fallen da auch wieder welche raus. Ich meine, wenn man einmal geheilt ist, dann ist man einmal geheilt. Ja, aber es wird auch sicherlich davon wieder ganz viele Menschen geben, die dann hier nochmal vielleicht Geld einzahlen, damit sie endlich ihr Geld wieder zurückbekommen, weil man das einfach für logisch hält. Ist es zwar nicht, aber man weiß ja manchmal nicht. Ja, aber warum kann ich nicht das ganze Geld auszahlen? Es geht erstmal mit dem kleinen Betrag.
Na, aber das letzte Mal haben Sie gesagt, ich kann die volle Summe gleich auszahlen. Letztes Mal, wir haben nicht gesprochen. Das ist das erste Mal, was Sie mit mir jetzt sprechen. Ja, mit Ihnen persönlich. Und das heißt, wenn Sie möchten, lassen Sie mich wieder zum Erklären. Hm. Wenn Sie möchten, das Geld wieder zurückzubekommen, dann öffnen Sie die Computer, öffnen Sie die Anydesk, dann malen wir weiter, okay? Und wozu brauche ich denn Anydesk? Herr, möchten Sie das Geld auszahlen oder nicht? Ja, ich frage ja, Ihnen ja. Von die letztes Mal. Ja, ja, klar, aber wozu brauche ich denn dafür Anydesk? Damit wir die Verifizierung machen. Anydesk ist doch nicht für eine Verifizierung. Anydesk ist eine Remote-Desktop-Software. Können Sie bitte die Anydesk öffnen? Ich frage jetzt, habe ich gesagt, für die letztes Mal. Wenn Sie möchten, das Geld zum Auszahlen, dann machen Sie weiter mit dem Schritt. Okay? Warum sind Sie jetzt so unfreundlich? Was? Warum Sie so unfreundlich sind. Was machen Sie jetzt? Haben Sie diese gespeichert, ja? Nee, ich möchte fragen, warum Sie so unfreundlich sind. Wie lautet Ihre Mailadresse? Sagen Sie mir. Na, haben Sie die da nicht im System? Nein, habe ich nicht. Okay. Ja, dann brauchen Sie die ja auch nicht. Okay, dann wünsche ich einen schönen Tag noch. Ich Ihnen nicht. Eieiei, also Anydesk für eine Verifizierung. Tja, das ist schon interessant. Ich meine, sonst sagen sie ja wenigstens immer, damit ich kann, verbinden mich mit ihre Bildschirm und Computer und naja. Hier ist es Anydesk wohl für eine Verifizierung gut. Tja, aber mich, oder mir stellt sich da wirklich die Frage, was wollen die da auf meinem Computer verifizieren? Meine Verifikationsdaten habe ich in meinem Geldbeutel in meiner Hosentasche und nicht auf meinem Rechner. Tja, also es ist absolut Wahnsinn, was die hier mit einem veranstalten. Ihr lasst die hier in dem Fall mit Anydesk auf euren Rechner. Tja, aber was da passiert, ist ganz klar. Ihr werdet euch dann nicht verifizieren. Die werden euren Bildschirm ausschalten, euch irgendeinen Blödsinn erzählen und dann ganz schnell versuchen, die Passwörter von eurem Rechner zu ändern und sich überall einzuloggen und Daten zu klauen und euch vielleicht dann hinterher sogar noch zu erpressen mit dem ganzen Bums. Im Idealfall können sie sich direkt bei euch im Online-Banking einloggen und haben eure Bankdaten, was auch immer. Ich meine, gut, man muss ja mittlerweile überall einen TAN eingeben. So schnell kommen sie an die Kohle denn letztendlich doch nicht ran. Naja, aber wenn sie erstmal auf dem Computer sind und da was Schönes finden, womit sie euch erpressen können, dann sieht die ganze Sache schon wieder anders aus. Tja, Finger weg von Anydesk, das erzähle ich euch ja immer wieder. Anydesk ist einfach nur eine Remote-Steuerungssoftware von eurem Rechner, genauso wie TeamViewer, VNC oder Remote Desktop, wie man das von Microsoft selbst kennt. Auf jeden Fall keine fremden Leute auf euren Rechner lassen. Das ist immer ganz, ganz wichtig. Ich hoffe, euch hat dieses Video wie immer gefallen. Wenn ja, dann zeigt es mir gerne mit einem Daumen nach oben. Wenn nicht, dann natürlich auch mit einem Daumen runter. Dann weiß ich Bescheid, weiß überhaupt Bescheid, dass euch irgendwas nicht gefallen hat und kann dementsprechend auch was ändern. Wem der Kanal gefällt, der kann gerne den Kanal auch abonnieren. Am besten mit Glocke, denn dann verpasst ihr auch keine neuen Videos mehr. Es gibt immer eine Information dazu. Wer möchte, kann sich jetzt hier noch über die Playlist alle anderen Videos anschauen. Bis zum nächsten Video und die Zeit ein bisschen vertrödeln. Ja, bedanke ich mich. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.